Und einen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie hiermit im Studio von FEG News. Jetzt ist es also bald wieder soweit. Die Abschlussklassen dürfen wieder den Unterricht in den Schulen besuchen. Für unser FEG heißt das also, dass die Q12, die Abiturienten, wieder in unserem Schulgebäude sind. Doni freut sich sicher schon darauf. Schalten wir mal live zu Doni ins FEG. Hallo Dino, ich bin's, der Doni. Wie geht's dir? Ich will in die Schule reinkommen, aber es hat sich so manches geändert. Hallo Doni, wie sieht es denn vor Ort aus? Ich habe gehört, dass besonders auf die Sicherheit und die Hygiene Wert gelegt werden. Welche Regeln müssen denn in den nächsten Wochen beachtet werden? Wir brauchen Masken und so. Wir kommen auch hier nicht rein, wir müssen da hinten rumgehen. Ich zeig's dir mal. Und hier kommen wir auch nicht rein. Wir kommen nur bei der Mensa rein. Wir müssen ganz außen rum. Hallo, liebe Schüler. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Ihr seht, ich bin ausgerüstet. Wir müssen uns alle gut schützen. Willkommen zurück. Welcome back. Hier ist also der Eingang. Bitte Masken nicht vergessen. Und hier können wir unsere Hände desinfizieren. Auf der Toilette immer Hände waschen. 30 Sekunden, also zweimal Happy Birthday singen. Hier steht, wir müssen alle gut Abstand halten, dass wir gesund bleiben. Und hier ist dann der Ausgang. Also rechts rum geht zu. Nur hoch. Hier sind wir im Klassenzimmer. Hier können wir die Masken abnehmen. Puh, endlich bin ich die Maske los. Jetzt falte ich sie gut zusammen und halte sie trocken. Jetzt habe ich die Maske gut gefaltet. Diese sind afrikanisch und werden gegen Spenden hergegeben. Und tschüss! Danke für diese Informationen und den Einblick ins FEG. Außerdem hat Doni noch kurz mit Frau Heim, der Leiterin des P-Seminars Afrika, gesprochen. Viele freiwillige Helfer nähen zurzeit Schutzmasken. Hallo Dino. Ja, hallo. Schön, dich zu sehen. Wir haben dir diese Maske geschenkt, damit du sicher bist. Musst sie immer gut festdrücken. Ich habe auch eine. Oh, danke. Und diese Masken, die machen wir aus afrikanischen Stoffen oder auch aus einfarbigen. Und wir geben sie gegen Spenden ab und das Geld schicken wir nach Afrika. Warum? Unsere Partner in Afrika haben gerade gar keine Touristen und keine Volunteers und die brauchen Geld, damit sie was zu essen haben. Das sind Kinder, die keine Eltern haben. Und sie brauchen auch Geld, damit sie vielleicht Desinfektionsmittel kaufen können. Okay, da bin ich dafür. Danke für die interessanten Nachrichten und die Informationen aus dem FEG. Ihnen und euch noch eine gute Zeit.